Es geht weiter im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Sukkulente. Machen wir heute einen Mix. Ne? Wir haben jetzt die Gelbbäumchen, wo ich gefragt, wie das denn damit aussieht, ob ich mal wieder zeigen könnte. Lalalala. Machen wir heute ganz einfach mal. Damit wir auch hier mal ein Update von bekommen. Das haben wir wirklich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und von daher machen wir das heute. Ja, manchmal werde ich angeregt durch Kommentare, dann dementsprechend etwas zu zeigen. Wenn es schon lange nicht mehr gezeigt wurde. Ne? Ich zeige jetzt nicht jeden Tag da gleich hintereinander, wenn jemand nachfragt. So, wir gucken bei der Mango gleich nach und noch ein paar andere Pflanzen. Wie gesagt, es gibt jetzt Mix. Wir fangen aber tatsächlich heute mit den Geldbäumchen, Pfennigbäumchen, naja, eigentlich Centbäumchen an in dem Sinne, um mal zu gucken, wie die Klamotten sich so entwickelt haben. Was geht, was funktioniert, was nicht geht, kann ich jetzt leider nicht zeigen. Vielleicht irgendwann mal. Ganz kurz gezeigt, unsere Punica Granatum Nana. Ja, es ist einfach ein mega Phänomen. Ne? Wie wir sie behandeln, weißt du? Ja, weißt du mit Sicherheit. Ne? Wenn nicht, dann vielleicht erzähle ich es im Laufe des Films nochmal. Mal gucken. Weil ich kann ja nicht jeden Tag das gleiche labern. Ne? Das wird für mich ja auch langweilig. Weißt Bescheid? Von daher schauen wir heute mal unseren Reichtum an hier, wie der sich entwickelt hat. Das letzte Experiment. Ja, nicht das letzte, sondern das, was wir zuletzt gemacht haben. Ja, mit den Gelbbäumchen. Hier hatten wir Abschnitte damals gehabt, die waren ungefähr so groß gewesen. Die habe ich dann hier reingeschmissen in den Untersetzer, weil ich sie nicht wegschmeißen wollte. Ich nicht wusste, was ich damit machen soll, weil ich Gelbbäume eigentlich genug habe, um sie zu zeigen, was man damit machen kann. Ja, das ist daraus entstanden. Ja, Gelbbäumchen ohne Substrat. Sie stehen hier in der Schale tatsächlich im Wasser. Ab und zu gieße ich hier was rein, ab und zu lasse ich auch mal austrocknen, dass es nicht zu viel ist, aber das funktioniert. Genialst. Es ist also ja ein extremes, interessantes Phänomen. Sie wachsen ohne Erde. Ich heb's mal an, vielleicht kriegen wir sie auch raus. So, siehst du wohl. Gucken wir uns das mal von unten an. Ne? Das ist schon genial, dass das so einfach funktioniert. Ne? Du brauchst also nicht mal Erde, wenn du dementsprechend das Ganze natürlicherweise auch düngst, wie wir das schon kennen. Auch hier gieße ich tatsächlich 400 bis 500 Mikrosiemens in der Zusammensetzung des Wassers, so wie wir das handhaben. Ne? Also das ist ein richtig cooles Phänomen, was wir nebenbei einfach mal so mitnehmen. Ne? Ja, so, dann kommen wir zum Pfennigbaum im Anstau. Muss ich eben die Kamera lösen. Im Anstau hier, auch das funktioniert tatsächlich. Steht also hier im Wasser das Ganze. Ne? Stellst dich mal scharf, danke. Jetzt wieder nicht, jetzt aber. Ne? Die sind wunderschön am Wachsen, kräftig, dicke Blätter. Keinerlei Zickerei oder dergleichen. Da gucken wir gleich mal genauer rein heute, wenn wir schon dabei sind, dass wir das dann dementsprechend auch richtig mitnehmen können. Hier mal kurz die Punica Granatum Nana gezeigt, im Hintergrund die Dattel. So, dann kommen wir zu dem Schätzchen. Das ist ja, glaube ich, mit das Älteste, das wir haben. Der steht jetzt hier im Lechhutzertopf in der Selbstbewässerung. Und wir haben ihn damals hineingepflanzt mit Erde. Das war ein sehr kleines Töpfchen, in dem er drin stand. Aber auch das hat tatsächlich funktioniert. Also seit geraumer Zeit ist er wunderschön am Wachsen. Ich zeige mal gleich in anderen Einstellung, um das Ganze mal ja, besser zu sehen. Ne? Ja, auch der wird gedüngt bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Hat allerdings nur 250 im Topf drin, nachmessbar. Es liegt ganz aber daran, weil ich ihn noch nicht so oft gedüngt habe in dem Sinn, also nachgegossen. Und damals war so gut wie gar nichts drin. Und demnach ja, erhöht sich die Konzentration jetzt so nach und nach. Ne? Weil wie gesagt, ich kann auch immer nur einen kleinen Schluck reingeben hier, denn der verbraucht ja auch nicht viel Wasser. Von daher, aber läuft bis dato ganz gut. Okay, ich würde sagen, dann gucken wir mal unser Schätzchen hier etwas näher an. Schauen wir ihn mal von oben an, weil man ihn dann besser betrachten kann. Das Licht kommt von oben, dementsprechend sieht er natürlich dann von oben auch besser aus, logischerweise. Ne? Dann entwickelt sich das Ganze enorm, richtig cool. Ne? Richtig schöner Austrieb, wunderbar. Das klappt also genial jetzt hier in der Selbstbewässerung. Wurzeln kann man auch sehen, sieht auch okay aus. Da gibt es also nichts dran zu meckern, das ist easy. Wasser ist auch noch ausreichend drin hier. Also es läuft gut. Ne? Und interessanterweise, wie gesagt, war hier auch ein bisschen Erde dran damals, aus den eingepflanzt haben, weil es ja nicht möglich war, die Erde abzukriegen. Ne? In so einem kleinen Pöttchen, da ist ja dann, ach mein Gott, wie groß war der denn? Ungefähr, ja, vielleicht ein bisschen, Moment, ich halte mal hier hin, vielleicht ein kleines bisschen größer wie dieser hier. Ne? Und das ist dann halt, ja, da kriegst du die Erde nicht ab, weil das ist nur Wurzel. Das ist einfach nur Wurzel und da kannst du nichts Erde abmachen. Von daher haben wir ihn mit Erde eingepflanzt, aber auch das hat tatsächlich funktioniert. Okay. Jetzt schauen wir ihn mal von oben an. Ja, das ist unser Pfennigbaum, Geldbaum, Centbaum, wie auch immer, unsere Reichtumspflanze. Ja, also auch hier im Anstau funktioniert das. Hat richtig kräftig schönes Grün ausgebildet, wird auch hier bei 400 bis 500 Mikrosiemens kontinuierlich gegossen. Ne, im Anstau. Ab und zu lasse ich es auch mal austrocknen,
wenn ich es verpenne zu gießen hier. Ist aber nicht so schlimm bei den Sukkulenten, denn die speichern ja Wasser und das macht denen also gar nichts. Ich würde ihn ja gerne mal rausholen. Ich habe jetzt nur Angst, weil das jetzt so nass ist, das Substrat, dass mir das alles auseinanderfällt. Ne? Ich meine, ist schon mal genial anzusehen, ne? Dass auch Moos hier drauf wächst. Ja, und zum Moosanzug nochmal gesagt, also wenn du Moos ja heranziehen möchtest und hast, dann kannst du es ja vermehren. Dann zupfst du einfach hier ein paar Stücke raus, pflanzt die ein und gut ist. Oder aber du vermehrst sie einfach durch Sporen, Sporenkapseln. Vielleicht sehen wir das nachher noch in anderen Bildern, weil hier sind jetzt gerade nicht wirklich Sporenkapseln drauf zu sehen. Aber hier wächst tatsächlich auch ein kleiner Farn drin. Ja, lassen wir einfach mal drin, mal gucken, was da so draus wird. Denn wir machen ja nicht alles so, wie es sein soll, sondern wir beobachten ja, wie was mal sich entwickelt von alleine auch. Ne? Von daher, okay, ich versuche ihn gleich mal rauszuholen mit euch gemeinsam. Ich hoffe, der Kandidat bleibt mir jetzt hier scharf gestellt. Okay, dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Dann kann ich den hier auch mal sauber machen jetzt gleich. Ne? Man sieht auch Algen, die sich entwickeln. Das ist auch ganz logisch. Ne? Wo Nährstoffe sind, kommen auch Algen. Das ist halt so gegeben. So, ich hoffe, dass mir das jetzt so gelingt. Ich werde hier einfach mal mit den Fingern irgendwo zwischenfahren. Das Ganze ein bisschen seitlich stellen und vorsichtig herausziehen. Ja, guck mal, ne? Siehst du wohl. Finger drunter. Das sieht doch schon mal richtig schick aus. Also auch das funktioniert tatsächlich. Ne? Das ist schon eine coole Sache. Und wie wir vorhin gesehen haben, bei dem Untersetzer ohne Substrat, selbst da funktioniert das. Ich meine, hier ist natürlich besser, ganz klarer Fall. Aber man könnte jetzt rein theoretisch solch eine Schale nehmen hier, diese hier, ne? Hier ein bisschen Substrat drauf streuen, ne? Legst einfach ein paar Blätter drauf, lässt die wachsen da drin und gut ist. Ne? Die brauchen auch nicht wirklich ja, tiefen Wurzelraum in dem Sinne. Also mal gucken, ob ich das jetzt wieder hier ordentlich reinkriege, einigermaßen wenigstens. Ja, ist okay. Komm, können wir so lassen. So, ich mache den Untersetzer mal eben sauber und dann kommt er da wieder drauf erstmal. Ich bin fast ein bisschen zu voreilig gewesen. Pass mal auf, ich mal gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Ich werde das nämlich jetzt mal messen, was wir hier drin haben noch, damit wir das auch vielleicht ersichtlich sehen können. Ich drehe mal vorsichtig, kann man es lesen? Ich kann es jetzt nicht lesen, etwas über 300 kann das sein. Dass wir das mal so mitnehmen. Ne? Wie gesagt, also hier gieße ich auch 400 bis 500 Mikrosiemens rein. Wir sehen, das ist also definitiv noch nicht zu viel geworden. Dass wir das mal eben mitgenommen haben. Sukkulente im Anstau. Jetzt guck dir das mal an, die Peperomia. Das ist, ja, die haben wir damals hier nicht umgetopft, sondern wir haben sie einfach, oder doch? Nee, doch, klar, mal sie umgetopft. Die hat ja auch das mineralische Substrat bekommen, logischerweise. Also, auch die ist wunderbar am Wachsen und steht im Anstau bei 400 bis 500 Mikrosiemens, wie wir das so handhaben. Ist schon interessant, dass das bei den Sukkulenten so ja, übertragbar ist in dem Sinne, ne? Dass sie also im Anstau stehen können im mineralischen Substrat. In Erde logischerweise nicht, das wissen wir ja. Ne? Aber im mineralischen Substrat hier läuft das richtig genial. Genauso wie hier bei unserem wunderschönen Drachenfruchtkaktus. Also das ist auch heavy, ne? Dass der so einfach hier drin wächst, auch in dieser kleinen Schale, ne, steht hier auch im Anstau drin, auch bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Und seitdem wachsen sie wesentlich besser. Das ist echt der Hammer. Also ich sag doch jetzt gar nichts mehr. Ich kann ja nicht ständig hier nur, ne, weiß Bescheid. Es ist einfach nur genial anzusehen, wie einfach die Pflanzen zu pflegen sind. Ne, auch im mineralischen Substrat mit Anstau. Ja, wobei Sukkulente brauchst du natürlich nicht ständig im Anschau stehen lassen, du kannst auch mal trocken werden lassen im Prinzip. Ne? Und dann wieder dementsprechend gießen mit Nährstoffen. Das ist bei dieser geringen Konzentration kontinuierlich versorgt, wachsen Pflanzen einfach besser. Das ist de facto so gegeben und kannst davon ausgehen, auch in der Anzucht, in Gärtnereien oder so werden Pflanzen regelmäßig gedüngt, kontinuierlich, also nicht ab und zu mal so sporadisch, sondern die werden also ordentlich versorgt und das machen wir jetzt hier im Pflanzenreich auch und seitdem läuft es tatsächlich wesentlich besser. Ja, meine Güte, es ist einfach nur heavy anzusehen, wie schön die Sachen wachsen können. Ne? Das ist so cool. So, wir kommen jetzt einmal kurz zu anderen Pflanzen, dass wir jetzt nicht nur Sukkulente machen, sondern ich wollte ja ein bisschen Mischmasch machen. So, das Schätzchen hat jetzt einen neuen Untersetzer bekommen hier. Diesmal auch einen Tonuntersetzer, weil die einfach besser sind. Die sind schwerer, einfach in der Hand. Und wenn du Plastikuntersetzer hast, ist immer so eine Sache, da fallen sie dir schon mal um oder so. Weiß Bescheid. So, bei dem hier müssen wir mal gucken, was wir damit später mal machen. Aber das ist schon ne, genial, dass das so funktioniert überhaupt. Ne? Das ist mega cool. Auch hier, wie gesagt, mit dem gleichen Dünger. In dem Sinne, mit dem Wasser. Was wir so verwenden. So, pass mal auf. Dann kommen wir am besten jetzt erstmal zu der Mango. Das war gleich was anderes da. Trapieren können. Und schauen uns mal an, wie die Mango sich jetzt entwickelt. Vielleicht kriegen wir das auch so schon ein bisschen drauf. Na, nicht so wirklich. Denn sie ist da oben wieder am Wachsen. Ich versuche es mal ein bisschen zu drehen. Weil wir das jetzt schon mal sehen können. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass mir hier nichts umfällt.
Vielleicht so. So könnte es klappen, ne? Ja, siehst du wohl, wenn die Schärfe gegeben wäre, guck mal. Da oben ist also wieder wunderschön am Austreiben. Das ist also so cool bei der Mango. Vor allem guck dir mal die Blätter an, ne? Nix mit schwarzen Spitzen oder so, nö, nö. Das ist alles der Vergangenheit. Das ist nicht mehr, ne? Weißt Bescheid, warum? Ja, weißt du, ne? Oh, das ist so genial. Ja, da brauchen wir doch gar nicht weiter gucken. Das ist schon so okay. Dann haben wir das jetzt auch schon mal im Bilde gesehen mit unserer Mango. Sie wächst kontinuierlich. Ne? Die neuen Blätter, die jetzt rauswachsen, die reifen aus, dann ist Schluss. Dauert es ein bisschen, ein paar Tage und dann fängt die wieder an zu wachsen. Und so geht das kontinuierlich weiter in der Selbstbewässerung hier. So, okay. Was gucken wir uns jetzt an? Ihr müsst euch übrigens nicht wundern, wenn Mangos mal nicht so keimen, wie sie sollen. Das passiert. Das ist abhängig davon, wo die Früchte herkommen, wie sie transportiert wurden und so weiter und gelagert wurden. Bei welcher Temperaturen? Hast du nicht gesehen. Ich habe nämlich auch so drei Kandidaten, die leben. Die Samen leben, aber sie wachsen nicht, da kommt nichts raus. Sie haben eine Wurzel ausgebildet, aber kommt nicht raus, nichts zu machen. So ist das, ne? Einmal klappt es und einmal wieder nicht. So, ganz kurz, ich werde jetzt die Wüstenrose einmal kurz gießen und düngen. Auch die wird bei 400 bis 500 Mikrosiemens kontinuierlich gedüngt und gegossen. So, wir haben jetzt 400 Mikrosiemens hier drin. Und dann werde ich sie jetzt mal durchgießen, in dem Sinne mit der Nährlösung spülen. Und dann messen wir gleich mal nach, was hier gegeben ist, ob das jetzt noch okay ist oder ob das vielleicht schon zu viel geworden ist. Denn es kann durchaus sein, dass die Konzentration ansteigen könnte, rein theoretisch. Ist abhängig davon, wie viel Wasser verdunstet. Ne? Und gerade bei Untersetzern kann das schon mal dann passieren. So, das reicht. Dann messen wir gleich nach. Kommen wir kurz zu dem Pfennigbaum hier, unserem Centbäumchen. Ja, unseren Bonsai, den wir schon viele, viele, viele Jahre haben. Das war damals ein Steckling, ein großer Steckling gewesen. Ne? Da haben wir unten ein Loch reingemacht, damit wir einen Draht durchziehen konnten, um ihn hier zu befestigen in der Schale. Hatten dann kleine Blättchen mit reingesteckt von dem Geldbäumchen und diesen bewurzelt. Und deswegen hängt dieser Wald hier mit dabei. Heute werden wir ihn tatsächlich rausnehmen, denn ich kann ihn so einfach nicht mehr versorgen. Das ist nicht mehr möglich. Steht auch abseits hier ganz hinten am Fenster. Wird mehr oder weniger vernachlässigt. So ab und zu kriegt er mal einen Schluck Wasser, aber auch nicht gezielt gedüngt. Einfach nur so, wie es gerade kommt. Ne? Und von daher, so, jetzt muss ich mal eben hier gucken, ob ich was sehen kann. Was haben wir hier drin? Ja, wir haben jetzt knapp 900 Mikrosiemens hier drin. Also wir sehen, die Konzentration ist tatsächlich angestiegen. Da müssen wir jetzt aufpassen, ne? Dass das nicht zu viel wird. Ich lasse ihn jetzt noch so, weil er zeigt mir jetzt eigentlich nicht an, dass ihm das nicht gefällt. Ne? Gegebenenfalls werden wir es dann mitnehmen, wenn irgendwas passiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass das noch okay sein könnte. Er sitzt fest hier drin. Müssten wir eigentlich auch mal umtopfen, ne? Oh Mann, ey, ich sag's dir. Was machen wir jetzt als erstes? Machen wir jetzt erstmal das Pfennigbäumchen oder die Wüstenrose. Einmal auf. Das Pfennigbäumchen läuft nicht weg. Ne? Ja, ich werde die Wüstenrose jetzt erstmal umtopfen, damit wir da vielleicht ein bisschen was mitnehmen können. Meine Grün sieht richtig cool aus jetzt mittlerweile. Vielleicht verträgt er tatsächlich auch mehr als 400 bis 500. Aber nun ja, wie gesagt, das mit der Zeit steigt die Konzentration der Salze an, bedingt dadurch, dass hier auch Wasser verdunstet. Und das Schätzchen steht an der Heizung und dementsprechend verdunstet hier natürlich mehr Wasser, als wenn er jetzt im Raum stehen würde. Dürfen wir nicht vergessen. Das sind so Faktoren, die man ne, mit im Hinterkopf haben sollte, um ne, zu wissen, was Sache ist. Okay, wir holen ihn jetzt raus, definitiv. Da machst du was mit hier. So, weiter geht's. Hör mal auf. Wir haben jetzt hier unseren Ficus Ginseng in der Schale hier gepflanzt, damals gemeinsam auch. Man sieht sehr schön, wie er tatsächlich das Wasser auch an der Rinde nach oben saugt, wenn ausreichend Feuchtigkeit gegeben ist. Das ist auch so ein Anzeichen, wann ich wieder gießen muss, da weiß ich dann. Also das Substrat ist tatsächlich noch feucht genug. Sorry. Jetzt ist so, im Untersetzer ist also kein Wasser mehr drin. Ne? Das ist tatsächlich leer. Und bei dem weiß ich auch nicht genau, wann ich ihn jetzt wieder düngen sollte oder nicht. Ich habe das auch hier bei 400 bis 500 bisher gemacht. Und einfach, weil wir eine große Substratoberfläche haben und auch einen Untersetzer dementsprechend, wo Salze sich einlagern können, anlagern können mit der Zeit, werde ich den jetzt mal durchspülen hier. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Weißt du welchen? Mal auf. Und zwar ist ja im Untersetzer, oh Gott, ist noch nicht viel Wasser durchlaufen. Gut, Gott sei Dank. Ist ja so, dass sich hier Salzkristalle anreichern, die nicht mehr ins Substrat kommen. Deswegen ist das jetzt natürlich Banane.
Weiß Bescheid, ne? Das taucht natürlich nicht. Da hätten wir also alles komplett falsch gemacht. Das heißt, hier gießen wir das Wasser jetzt durch, Substrat durch, mit reinem Wasser dieses Mal und messen gleich mal, was wir hier für einen Wert erzielen. Ob wir jetzt schon zu viel gedüngt haben hier oder ausreichend oder zu wenig, das können wir dann tatsächlich feststellen. So, überall ein bisschen Wasser hin, nicht auf einer Stelle nur. Da bin ich gleich mal gespannt, was sich da ergeben wird. So, okay, das ist der Pott natürlich alle. Hier haben wir es jetzt gegeben, dass wir hier einen Untersetzer haben. Deswegen ist das natürlich sehr schön in dem Sinne für die Pflanze im Haus, weil das Wasser läuft nicht auf dem Tisch, logischerweise. Diese Bonsaischalen verwende ich auch für draußen, aber ohne Untersetzer, weil da müssen die Pflanzen nicht im Wasser stehen. Die werden einfach ganz normal gegossen und dementsprechend brauchen die dort keinen Untersetzer. Und deswegen habe ich mir neue Schalen bestellt, mal von einem anderen Hersteller, die sind günstiger. Sind von der Qualität her okay, nicht so stabil wie diese, aber auch stabil. Es ist jetzt nicht so, dass sie nichts taugen würden. Der einzige Nachteil dabei ist, es sind keine Untersetzer dabei. Die sind nicht ganz so dick wie diese Schalen jetzt, aber erfüllen ihren Zweck, allerdings nur für draußen, weil drin ohne Untersetzer ist ein bisschen blöd. Ne? Das ist natürlich dumm, weil ich wollte eigentlich die Wüstenrose da reinpflanzen, das lasse ich jetzt. Ne? Machen wir dann eben nicht. So, okay, warte, ich nehme mich mal eben den wieder raus hier. Stellen wir wieder auf den Untersetzer. Und dann messe ich mal eben im Wasser nach, was wir hier gegeben haben. Also ist schon besser, ne? Im Haus mit Untersetzer, logischerweise, ganz klarer Fall. Meine Güte, ich habe alles wieder voll stehen hier. Ich glaube es nicht, aber. So, dann messen wir eben, wenn ich das Messgerät wiederfinde. Da ist es, da ist es, da ist es. So, oh, so 1, 2, 3. Wollen wir mal gucken, was wir hier haben. So ist okay. 260 Mikrosiemens knapp. Nicht ganz, weiß nicht, ob du das sehen kannst. Knapp 260 Mikrosiemens. 250, ja. Also, nicht zu viel tatsächlich. Also können wir auch hier 400 bis 500 weiterhin tatsächlich verwenden. Das ist dann okay. So, dann haben wir das nämlich jetzt gesehen im Prinzip. Oh, jetzt habe ich hier alles voll stehen. Jesus Maria. Also mal auf, kommen wir nämlich gleich zum nächsten. Und zwar zum Umtopfen. Moment, also, jetzt brauche ich aber die Schale wieder. Ich muss mal eben hier aufräumen. So ist das. Aufpassen, wo du hintrittst. Ich hoffe, man hat es gerade nicht gehört. Mein Magen brummt und knurrt. Ich sollte mal langsam essen gehen. So, jetzt kommen wir zur Wüstenrose. Endlich. Ach, ich sag's euch. Ach so, warte mal, endlich. Habe ich den vorhin eigentlich gezeigt? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Den gibt es auch noch. Tatsächlich. Unseren Pfennigbaum hier, Geldbäumchen, im rosa Schüchen. Tatsache. Ja, ne? Auch sowas ist möglich. Weißt Bescheid? Viel Wurzelraum brauchen die gar nicht. Wo stelle ich den jetzt wieder hin? Viel Wurzelraum brauchen die gar nicht, um existieren zu können. Du kriegst natürlich keine Riesenpflanzen dann daran. Ja. So, jetzt geht's los. Pass mal auf, den werde ich wahrscheinlich so gar nicht rauskriegen. Wir gucken, wie das hier unten drunter aussieht. Da gucken ein paar Würzelchen raus. Ziehe ich mal eben ab hier. So, dann drücken wir das. Drehen und drücken, drehen und drücken. So, ja, jetzt wird es schon lockerer. Siehst du wohl. Siehst du wohl. Auch was wir uns hier nichts abbrechen. So, ziehen wir mal vorsichtig langsam. Das sollte schon mal alleine rauskommen, ne? Dass wir hier rausreißen. So, kommst du jetzt bitte mal? So, Vido, jawohl, er ist raus. Yippie-yay. Oh, da hat sich aber eine gute Schicht am Moos hier am Rand entwickelt. Ne? Das ist auch mal so mitzunehmen. Okay, so, was machen wir jetzt mit dem Schätzchen? Ach, guck mal, da ist unten noch ein Netz drin. Damals hat man Netze reingelegt. Ja, das machen wir heute nicht mehr. Heute füllen wir unten eine Drainageschicht rein von dem Tongranulat. Das heißt, ich muss ihn erstmal sauber spülen hier. Und dann, das ist schon cool, dass der hier überlebt hat. Ne? Ich meine, alle anderen sind ja kaputt hier, mehr oder weniger. Gut, leben manche noch, aber da ist nichts mit Wachstum und so. Und der hat es tatsächlich hier wunderbar geschafft. So, das heißt also Klartext, ich muss den auf jeden Fall erstmal sauber spülen. Von der Wurzelentwicklung her würde ich sagen, das ist langsam zu viel an Nährstoffen gewesen, was hier drin gewesen ist. Ansonsten hätte er wesentlich mehr Wurzeln ausgebildet. Ja, doch, würde ich sagen, das war jetzt langsam schon zu viel. Also da bleiben wir dann wirklich jetzt auch bei 400 bis 500. Wobei die Pflege jetzt einfacher sein wird, wo wir es jetzt gleich reinpflanzen. Ich mache den erstmal sauber eben und dann geht es gleich weiter hier.
Den habe ich auch wieder sauber gemacht. Heiß ausgespült zum Schluss nochmal, so richtig kochend heiß, ne, dass es alle Finger schon wehtut, beziehungsweise ne, sollte man nicht die Finger ins heiße Wasser halten. So, schaut das Ganze jetzt aus. Also wir können tatsächlich an den Wurzeln erkennen, dass die Düngerdosis in dem Sinne schon viel zu hoch war jetzt. Also er sollte schon wesentlich mehr Wurzeln ausbilden. Jetzt ist er hier unten durchs Netz durchgewachsen. Das ist natürlich kontraproduktiv, ist aber nicht ganz so schlimm. Rein theoretisch könnte man die ganzen Wurzeln abschneiden hier. Das macht denen gar nichts. Also werden wir sie jetzt einfach vom Netz hier unten trennen und dann gleich das Schätzchen wieder einpflanzen. Ich meine, ist ja schon mal ganz schön, dass er das so überhaupt mitgemacht hat. Moment, wohin? Ach, das ist immer so ein Ding, wohin damit, ne? So, dahin. Okay, mehr werden wir jetzt nicht dran machen im Wurzelbereich hier, sondern werden jetzt tatsächlich so einpflanzen, wie er jetzt gegeben ist. Ne? Ich meine, von Optik her ist noch okay. Ja, so ist das, ne? Nicht so viele Wurzeln. Gut, dass wir da mal reingeguckt haben. Auch hier sind sie tatsächlich schon braun hier oben. Ja. Also noch ein bisschen länger drin geblieben und dann plötzlich hätte er schlapp gemacht und ich hätte mich gewundert, warum das denn so gegeben ist. Ne? Also ist doch zu viel gewesen. Okay, dann pflanzen wir ihn jetzt dann tatsächlich ein. Von der Größenordnung wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir den großen Topf nehmen hier. Der passt dann so rein, ist etwas größer der Topf. Jetzt hat sich aber leider gezeigt, dass das gar nicht notwendig ist, denn die Wurzeln, die er jetzt hat, die verlieren sich hier drin. Das ist also dann nicht so der Burner. Also werden wir in einen kleineren Topf hineinpflanzen, weil wir ihn hier kontrollierter pflegen können. Das ist einfacher als in so einem großen Topf, weil hier hast du unheimlich viel Substrat, dementsprechend viel Feuchtigkeit, viel Nährstoffe dementsprechend, wenn du düngst, die vielleicht gar nicht verbraucht werden. Von daher ist es sinnvoller, einen kleineren Topf hier zu wählen. Gegebenenfalls kann man hier auch schneller reagieren, das Ganze durchspülen und so weiter. Und von daher werden wir jetzt hier hineinpflanzen. Ja, ich sag's dir, das ist, ne, gut, dass wir da mal reingeguckt haben heute. Also ist schon, ne, ja, die Pflanze zeigt mir das selber noch gar nicht an, dass irgendwas nicht in Ordnung gewesen ist in dem Sinne. Aber die Werte und die Wurzeln haben uns das dann dementsprechend gezeigt. Ne? Also ist schon... Ja, wie soll man es sagen? Ne? Manchmal besser, wenn man einfach mal kontrolliert. Wobei das jetzt ja eher ein Zufall war. Ne? Ich wollte ihn eigentlich gar nicht wirklich umtopfen. Aber nun ja, hat sich dann jetzt so ergeben. So, auch hier wieder ins mineralische Substrat. Düngen, ja, nein, vielleicht. Nein, wir werden ihn noch nicht düngen. Denn hier im Substrat sind ja auch messbare Werte drin an Salzen. Mineralstoffe vor allen Dingen. Deswegen werde ich ihn auch nicht durchspülen. Jetzt, er wird jetzt angegossen mit reinem Wasser. Weil es besser ist. Es ist einfach besser für das Pflänzchen. So, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel reingieße hier. Ja, meine Güte. Da bin ich mal gespannt, wie das dann jetzt weiterläuft mit dem Schätzchen hier. So, kleinen Schluck noch. Den Rest erstmal warte ich jetzt erstmal. Nicht, dass mir das gleich unten rausläuft. Das wäre nämlich nicht der Burner. Aber wie gesagt, ich möchte schon das Wasser, die Inhaltsstoffe, die hier drin sind im Substrat, auch drin behalten. Und von daher werden wir jetzt erstmal nicht düngen. Kann ich denn jetzt schon messen? Warte mal, dass wir das mal kurz mitnehmen können. Ich glaube, einen kleinen Schluck können wir hier noch reingießen. Dann werde ich da einfach mal nachmessen. Rein theoretisch, weißt du noch, was sein müsste? Oder in dem Sinne eigentlich so, bisher so gewesen ist. 200, 250 um den Dreh, ne? Kann das sein? Gut, wir haben jetzt gelöst hier 100. Vielleicht kommt nächstes Mal noch ein bisschen mehr raus. Aber das muss ich auch erst lösen vom Substrat her. Ne? Aber 100 haben wir hier auf jeden Fall schon mal drin. Ist also nicht nichts, sondern es ist etwas drin. Und das ist natürlich das ganz Geilste überhaupt. So, ich mache jetzt mal kurze Pause. Der kommt da rein. Sammel mich ein bisschen. Und dann gucken wir mal, wie wir gleich weitermachen hier. Alter Schwede. Tja, so kann es gehen, ne? Okay, gerettet. Yippie-yay. So langsam kommen wir dann auch bei den Wüstenrosen weiter. Wir haben tatsächlich noch eine. Hier eine Selbstbewässerung, die haben wir damals hier hineingepflanzt. Jetzt ist es so, die Pflanzen selber verbrauchen wenig Wasser. Wirklich sehr wenig. Das heißt, das meiste Wasser verdunstet. Dementsprechend bleiben die Salze erhalten. Also da muss man schon darauf achten, dass man dann dementsprechend reagiert. Ab und zu mal vielleicht einfach auch komplett spült das Ganze und dementsprechend wieder aufdüngt. Ja, das ist so ein Phänomen, was wir also tatsächlich mitnehmen können heute. Das ist nämlich auch hier eine Selbstbewässerung. Ich habe hier, wenn es hochkommt, in der Zeit jetzt 3-4 Mal einen kleinen Schluck Wasser reingegossen. Der Wasserstandsanzeiger steht immer noch oben. Und, na toll, weißt Bescheid, kennst du das? Also, das ist ja nur auch wieder, ne? Der steht oben. Oh nee, so was mag ich ja gar nicht. Oh, ich stecke ihn jetzt nochmal rein. Siehst du wohl, es geht ja nach oben. Also, es ist
der ist voll, ne? Von daher, ich mache ihn gleich raus und mache das Ding mal fertig hier. So, also, hier kommen Wurzeln unten durch, die sehen richtig gut aus, die sind weiß, alles okay also insoweit. Jetzt weiß ich aber nicht, was wir hier drin haben, weil das schon so lange her ist, dass wir das gemacht haben. Das messen wir natürlich gleich nach. Wir sehen hier auf jeden Fall, ich zeige es gleich näher, da bringt ja nichts hier. So, pass mal auf. Ich messe mal eben nach, was wir hier drin gegeben haben, da ich ja nun lange Zeit gar nichts gemacht habe, um sicher zu sein. Ne? Gucken wir mal. 560 Mikrosiemens haben wir hier drin. So, das ist also okay für die Pflanze. Denn sie ist hier oben wunderschön am Wachsen. Hat ein herrliches Grün bekommen. Wir sehen da noch so ein paar ältere Blätter, aber das holen wir uns jetzt in der Nahaufnahme. Ja, 500. Ich weiß nicht, es klopft. Melody bringt die Gießkanne wieder. Die hat gerade gefragt, ob sie ihre Pflanzen gießen kann. Moment, Melody, ich komme sofort. So, okay. Also, ich gehe mal an die Tür und dann geht es gleich weiter. So, jetzt ist meine Düngergießkanne alle. Muss ich gleich wieder neues Wasser ansetzen. Ich finde das cool, dass die Melodie von ganz alleine kommt und das machen möchte. Darfst du mich auch ruhig stören dabei, ist nicht das Problem. So, wir sehen jetzt hier, ich gebe das mal ein bisschen, den Neuaustrieb. Der sieht richtig gut aus. Sieht man noch ein etwas älteres Blatt, was damals noch gelitten hatte, mit dieser Fleckigkeit in dem Sinne. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass definitiv eine Unterversorgung stattfindet. So. Schauen wir uns das auf dem Substrat auch mal an. Das Moos ist leicht bräunlich. Das liegt ganz einfach daran, weil ich hier nicht ständig gieße. Und dann wird das oben natürlich auch mal trocken. Und von daher wird das dann auch bräunlich. Das ist halt so gegeben. Dann wächst das Moos hier nicht drin. Das werde ich gleich mal rauspflücken hier. Die Pflanze selber ist fest eingewachsen. Also ist schon eine geniale Sache, ne? Dass das so cool auch in der Selbstbewässerung funktioniert. Hatte ich damals nicht mit gerechnet, aber ne, man lernt halt ständig dazu. Ja, okay, das dann kurz jetzt zu der Wüstenrose. Da werde ich jetzt gar nichts machen. Das lasse ich einfach weiter so rumstehen hier. Und ne, steht übrigens auf dem Fußboden. Und scheinbar ist das Licht vollkommen ausreichend. So, das kurz zu der Wüstenrose. Und dann mache ich mir erstmal neuen Dünger fertig hier. Nicht Dünger, Wasser mit Nährstoffen, ne? Wenn, dann wollen wir euch alles mitnehmen. Ne? So, pass mal auf. Guckt ihr mal den Wasserstandsanzeiger an. Ich habe ihn jetzt bearbeitet. Das haben wir schon mal gemacht hier bei dem Ginkgo Biloba. Und seitdem funktioniert das auch wieder. Ne? Wenn du rausziehst, ne, geht er hoch und runter. So, hier haben wir jetzt eine Pflanze. Da ist das nicht so. Ne? Man kann es jetzt so nicht sehen wahrscheinlich. Warte mal. Ich hebe den mal so an hier. Der Wasserstandsanzeiger hängt. Ne? Er geht nicht runter. Nichts zu machen. So, was kann man da machen? Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Ich stehe mal kurz an die Seite hier. An die Seite, weißt Bescheid. Oh Mann, ich sag's dir du. Und zwar nehmen wir hier unten einfach das Ding ab. Jetzt ist er runtergefallen. Das hast du jetzt hast du wahrscheinlich gesehen, ne? Wir nehmen das Ding hier unten ab. Ja, das ist jetzt natürlich vor der Kamera ein bisschen blöd. Pass mal auf. So, stelle ich den mal vorsichtig hier hin. Und dann nehmen wir den raus hier. Und hier unten sind so kleine Noppen dran. Und wenn man die abschneidet, dann läuft das tatsächlich wieder wesentlich besser. So, ich sehe gerade, den hatte ich schon mal geschnitten hier, aber nicht richtig. Hier sind unten noch kleine Spitzen dran geblieben. So, also werde ich die mal eben abschneiden, wenn ich das passende Messer jetzt mit hier habe. Gucken, ob das damit geht. Ich sag's ja, du, das sind so Sachen, ne? Ja, das ist halt, wenn da irgendwo eine Kante dran ist oder so, dann bleibt das hängen. Und dann läuft das nicht richtig. Von daher arbeite ich den hier noch mal ein bisschen nach. Man fühlt das auch, wenn hier drüber geht, ne? Da bleibt so Noppen im Prinzip hängen. Und dann klemmt das Ganze. So, kriege ich das jetzt einfach mal eben so hin hier. Hier ist noch ein Noppen dran. Oh, da habe ich nicht genau gearbeitet. Das macht sich dann bemerkbar. So, das ist jetzt okay. Ja, das ist so eine Sache, ne? Mit diesen Wasserstandsanzeigern. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal eine Nachrüstung für gibt. So, den reinzufummeln ist nicht mal ganz so einfach. Nein, der ist runtergefallen. Ja, ich habe ihn drin. Das ist ein bisschen Fummelei. Es sei denn, du legst ihn hin, aber ist ein bisschen blöd jetzt mit Pflanze, ne? Das hinzulegen ist da nicht so gut. So, jippie. Dann sollte das jetzt auch funktionieren. Ich ziehe nochmal raus. Siehst du wohl, ne? Klappt wunderbar. Ja, okay, also haben wir den auch jetzt getuned in dem Sinne. So, schauen wir uns noch was an heute. Man hat mir eigentlich hier mal, ich wollte gerade mal gucken mit den Wurzeln. Ja, die Wurzeln sehen okay aus beim Ginkgo. Ich frage mich, wann der anfängt zu wachsen, ey. Er hat ja nur auch keine Winterruhe gehabt, ne? Er stand den ganzen Winter hier im Haus. Ja. Hat ordentlich Wasserverbrauch, noch ordentlich Nährstoffe, wurde kontinuierlich bei 400 bis 500 Mikrosiemens nachgefüllt hier. Hat schöne Stämmchen ausgebildet, richtig genial, aber befindet sich immer noch nicht im Wachstum. Das ist aber ein Experiment. Wir möchten mal erfahren, was passiert denn, wenn? Gelingt uns das tatsächlich, den Ginkgo Biloba im Haus zu halten? Ja, das gelingt uns. Aber wann wird er wieder anfangen zu wachsen? Das ist jetzt die große Frage.
Macht er das von alleine oder braucht er wirklich unbedingt mal Kälte? Aber wie heißt es schön, ne? Wir lassen ihn einfach stehen und mal gucken, wie er sich dann weiterentwickelt. Jedenfalls könnte man ihn jetzt mal in den Kühlschrank stellen, ne? Für ein paar Wochen. Aber weißt du was, wir wollen es ja wissen. Ne? Von daher lassen wir ihn einfach hier weiter stehen, um ihn zu beobachten. Okay. So, zwischendurch mal was anderes. Wir kommen jetzt zu unserem Yellow Tower. Das sind unsere Mandarinen, die wir jetzt zur Aussaat damals gebracht haben. Das letzte Mal haben wir das Ganze aufgefüllt am 22.03.2020 bei 530 Mikrosiemens. So, wir werden das heute wieder schrittweise erhöhen. Ich habe gerade schon mal Dünger angesetzt. Mal eben gucken, ob das okay ist. Wir haben jetzt 730, hier haben wir 530. Ja, wir erhöhen das schrittweise. Ein bisschen Wasser gebe ich noch rein. Reines Wasser. Wie gesagt, kein Leitungswasser. Die Zitrusfrüchte bekommen bei uns kein Leitungswasser, das mögen die nicht. Dass wir das so langsam erhöhen, denn bis auf 1000 können wir auf jeden Fall gehen. Die sind richtig schön grün, quietschgrün. Ne? Von daher ist das schon mal eine richtig coole Sache, dass das so genial jetzt hier in dem Yellow Tower funktioniert. Okay, wir sind bei 630. Bei 630, ich schreibe das mal just schnell auf, nicht, dass ich das wieder vergesse. Ich bin nämlich so ein Dussel. Ich beende alles hier, mache den Film fertig und dann war es das, dann ist Feierabend. So, dann habe ich das schon mal fertig. Ne? Kann ich das gleich draufkleben. Ja, wir werden jetzt nicht nachfüllen, wir werden den Tower jetzt öffnen hier. Wo haben wir den Öffner? Da. So, so ging es ganz einfach, siehst du wohl. Also hier ist jetzt eine Pfütze von 2 cm ungefähr noch drin. Hier sind übrigens 530 Mikrosiemens tatsächlich noch drin. Ist also nicht erhöht worden in dem Sinne, sondern ist tatsächlich so geblieben. Das Schöne ist, dass die Pflanzen tatsächlich das Wasser hier verbrauchen in dem Sinne. Da verdunstet relativ wenig. Ne? So, dann befüllen wir den Kasten wieder. Aufpassen, dass es nicht zu hoch kommt, denn wir haben hier oben jetzt zwei kleine Löcher drin. So, das ist okay. Also dieser Tower ist schon cool, ne? Bei gegebener Zeit werde ich auch mal einen neuen bauen, weil das ist so easy. Hier mit der Selbstbewässerung, ne? Das ist so cool. Das ist richtig cool. So, siehst du wohl, dann sind sie für lange Zeit wieder versorgt. Wann war das jetzt? 22.03. Wir haben jetzt den 3.5. Ja, anderthalb Monate, ne? Anderthalb Monate haben wir hier gar nichts dran gemacht, sondern sie einfach nur wachsen lassen. So, siehst du wohl, dann haben wir die auch wieder ordentlich versorgt. Dann kann ich das mal eben draufkleben. Man müsste jetzt nicht mitgucken, das, ne, wie ich einen Aufkleber aufklebe. Das ist ja wohl, ne, muss nicht jeder sehen. Das ist mein Geheimnis. Verrate ich nicht. Lol. Ja, wann haben wir das Ganze gestartet? Am 24.12.2019. Ja, dann steht da 20.01. Ich glaube, am 20.01. haben wir das dann hier reingepflanzt, ne? Oder wie war das? Ich glaube ja. So, okay, dass wir die Daten so mitnehmen und dann mache ich gleich einen anderen Aufkleber noch drauf. Ah, die sind schön gewachsen, ne? Richtig schön, richtig schick, kräftiges Grün. Oh, das ist schon genial, ne? So einfach in der Anzucht, das ist so cool. Aber wie gesagt, von den Towern werde ich noch ein paar bauen. Ich habe schon ganz viele davon hier, von den Töpfchen, ne? Denn meine Kinder, die trinken fleißig Kakao und ich bekomme dafür dann die Töpfchen geschenkt. Okay. Es geht gleich weiter. Ich habe gerade das hier gefunden im Untersetzer. Ein Samen, der keimt. Ich weiß aber nicht, was das ist, weil es eigentlich keine Möglichkeit gibt, dass dort ein Samen hinkommt. Und zwar hier in dem Untersetzer. Dort schwamm er rum und keimte. Bin ich jetzt überfragt. Ich werde ihn einpflanzen und mal gucken, was daraus wird. Ja, so ist das. So, die sind normalerweise abgedeckt. Das sind hier die Mangokerne, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Da tut sich, oh, jetzt ziehe ich ihn nicht raus, weil ich habe hier nämlich den einen Samen eingepflanzt hier vorne. Da steht er. Kannst jetzt so nicht sehen. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Ich fummel da nicht dran rum. Der ist auch etwas jünger noch wie der. Hier steht es ja auch drauf, wann er eingepflanzt wurde. Und zwar am 19.02. Der ist fest eingewurzelt, aber auch hier kommt tatsächlich noch keine Pflanze heraus. Ja, manchmal ist das so. Ne? Manchmal läuft es sofort und manchmal gar nicht oder nur ein bisschen oder wie auch immer. So, ich lasse es weiter so stehen. Die stehen hier im Anstau, werden natürlich noch nicht gedüngt, ganz klarer Fall. Aber das mit dem Samen, also ich frage mich, wie der da hinkommt. Das ist jetzt echt ein bisschen merkwürdig. Aber egal, wer weiß, was da mal irgendwie mal geblüht hat und ausgesamt ist. Aber da steht eigentlich nichts. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, die standen damals an einem anderen Ort. Die standen da an der blauen Tapete. Vielleicht ist da irgendwas passiert. Boah, lass uns überraschen. So, wir müssen jetzt Feierabend machen, denn ich muss erstmal essen gehen. Und dann werde ich jetzt auch einen Abschluss hier sofort schnell noch machen. Wunderwelt.
der Pflanzen. Das mit dem Yellow Tower, das ist eine coole Sache, ne? Müsste man eigentlich patentieren lassen, ne? Alter Schwede, was das alles für Möglichkeiten gibt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche, ich sag's mal, Firmen, die Bewässerungssachen produzieren, die vielleicht das auch cool finden und mal nachmachen möchten. Wäre eine geile Sache, ne? Nein, keine Bange, ich möchte da nichts dran verdienen, macht auch kein Patent drauf, ne? Aber das ist schon cool, wie lange man tatsächlich dann das Ganze stehen lassen kann. Über einen Monat, ne? Anderthalb Monate jetzt ungefähr. Und du brauchst dich gar nicht drum kümmern. Und du kannst es anpassen immer, ne? Du kannst es tatsächlich anpassen mit der Düngung. Und das ist eine richtig coole Sache. Mega coole Sache. So, meine Lieben, weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und das macht so viel Spaß, ich sage euch. Oh, ich könnte weitermachen, aber wisst ihr was, ne? Irgendwo ist ja auch Ende Gelände. Gibt ja auch noch andere Sachen im Leben, außer nur Pflanzen, wollte ich gerade sagen. Nein, außer Pflanzen, ne? Denn Pflanzen, im Reich der Pflanzen, das ist schon eine coole Sache, was da alles so möglich ist. Was wir hier alles vor allen Dingen gemeinsam erfahren, ne? Guck mal, wie wunderschön die gewachsen sind. Ach, das ist so herrlich anzusehen. So, draußen ist ein bisschen Krach, die machen gerade die erste Grasernte hier bei uns. Okay, ich lasse das Bild jetzt so stehen und wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Es gibt noch eine ganze Menge hier drin zu machen, aber auch draußen. Boah, ich war vorhin draußen, es explodiert alles draußen, das ist der Wahnsinn. Die Sonnenblumen keimen jetzt, oder freue ich mich so drauf, dass wir die dann bald einpflanzen können. Yippie-yay. Okay, see you later. Alligator.